Mein Lieblingsobjekt in der Dauerausstellung sind die Balken, die man hinter mir sieht. Ich habe mich anfangs gefragt, was macht das alte Holz hier, diese Balken, was ist da die Geschichte? Und habe dann irgendwann entdeckt, dass da so ganz fein und kaum sichtbar Bleistiftschrift drauf ist. Die Geschichte dahinter ist die, dass im April 1945 eine Gruppe von 180 jüdischen Frauen und Mädchen von Calw interniert wurde und in einem Marsch nach Füssen gebracht werden sollten. Kurz vor Tübingen, also in Gustavingen, haben die dann in einer Scheune übernachten sollen, wurden da eben eingesperrt und hatten natürlich Todesangst und haben in ihrer Angst dann mit Bleistift auf die Balken Abschiedsgrüße und Wünsche und ihre Namen hinterlassen. Nach 2 Tagen haben die festgestellt, dass ihre Bewacher gar nicht mehr da sind. Das hing damit zusammen, dass der Krieg sich dem Ende näherte und die geflüchtet sind, ihre Bewacher. Ein paar Tage später wurden sie von amerikanischen Soldaten befreit. Das hier hat deshalb so einen großen persönlichen Bezug für mich, weil meine Mutter als 6-jähriges Kind mit ihrer Familie von Ungarn nach Deutschland flüchten musste. Und ich denke, dass die bestimmt auch mal in ähnlichen Situationen waren und verzweifelt waren. Und ich finde, es hat auch einen sehr großen Bezug zu unserer Gegenwart, weil sich zurzeit halt Zehntausende auf der Flucht befinden und hinter jedem Flüchtling wahrscheinlich so ein persönliches Schicksal steckt.